liebe Freunde vom SSW, tusind tak for muligheden for at tale på jeres landsmøde. Jeg er glad for, at jeg kan være passager her i dag, hvor jeg skaber grobunden for SSW politiske arbejde i den kommende valgperiode. Lieber Flemming, wenn wir das noch 5 Jahre zusammen machen, verspreche ich, ich werde die ganze Rede auf Dänisch halten das nächste Mal. Und lieber Lars, wenn wir das noch 10 Jahre zusammen machen, dann auf Friesisch. Aber ich habe auch noch ein bisschen. Flemming hat eben gesagt, wir haben zusammen, liebe Freunde, Geschichte geschrieben. Und ich bin wirklich zutiefst stolz und dankbar, dass ich heute als euer Ministerpräsident hier bei euch sein darf. Ich durfte gleich zu Anfang auf den Neujahrsempfang, ich glaube, das war sogar dann unser erster gemeinsamer Neujahrsempfang, gleich Anfang der Legislaturperiode dabei sein und mich euch vorstellen. Und dass ich jetzt am Ende dieser unserer ersten Legislaturperiode bei euch sein darf und zu euch sprechen darf, das ehrt mich sehr, weil es in der Tat zeigt, dass das was ganz Besonderes ist, was wir miteinander 2012 auf den Weg gebracht haben. Es war nicht irgendeine Machterhaltungskoalition, irgendein Vertrag, den wir abgeschlossen haben, um eine Stimme mehr zu haben. Nein, es war ein klares Bekenntnis dazu, wie wir dieses Land regieren sehen wollen. Ein klares Bekenntnis dazu, dass in diesem Land nicht die Mehrheit der Minderheit aufoktroyiert, was ihr gefällt, sondern dass in diesem Land Minderheit und Mehrheit, Mehrheit und Minderheit auf Augenhöhe miteinander für das gesamte Land Politik machen sollen. Und wir zeigen wollen, dass man das miteinander hinbekommt. Wir haben versprochen, dass wir all das, was uns nicht gefallen hat bei unseren Vorgängern, dass wir dies korrigieren, und wir haben alle unsere Versprechen eingehalten. Wir haben die Gleichstellung der dänischen Schulkinder verwirklicht. Wir haben dem dänischen Schulverein wieder Planungssicherheit gegeben. Wir haben unsere Minderheitenrechte auch für Sinti und Roma ausgeweitet. Wir haben dem Land erstmals eine offizielle Sprachenpolitik gegeben, die den Minderheitensprachen den Stellenwert gibt, der ihnen gebührt und von der jetzt im ersten Handlungsplan vor allem das Friesische profitiert. Wir haben, glaube ich, lieber Generalkonsul, das Verhältnis zu Dänemark wieder gekittet und die Zusammenarbeit auf neue Füße gestellt. Und ich muss gestehen, die Erlebnisse, die ich hatte, als wir mit den Freunden Sønderborg über Kulturhauptstadt Europas nicht nur gesprochen, sondern sie unterstützt haben und dort als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident vor der Auswahlkommission, ich hoffe, mein schlechtes Dänisch war nicht ein Grund dafür, dass es dann nicht Sønderborg geworden ist, zu werben, warum ich glaube, dass die gemeinsame Region ein großes europäisches Projekt ist. Ich glaube es auch immer noch, dass es viel Grund gegeben hätte, das zu wählen, weil es so etwas Besonderes gewesen ist. Es war für mich ein besonderer Moment bei den Feierlichkeiten zur Erinnerung an die schreckliche Schlacht in den Düppler Schanzen reden zu dürfen, dort meine Aufwartung zu machen und mich zu verneigen vor den Opfern dieser Zeit und die Hand zu reichen für den Frieden unserer Zeit. Wenn ich nach den ganz besonderen Momenten dieser jetzt 4,5 Jahre für mich auch nachforsche in mir, dann sind es immer wieder diese Momente, wo ich erlebt habe, dass dieses vielgescholtene Europa, dieses so in Krise seiende, angeblich in Krise seiende Europa, dass dieses so weit vorangekommen ist in den letzten Jahrzehnten und in diesem Jahrhundert, über das wir schauen können, dass es es nicht verdient hat, dass wir immer so tun, als sei Europa nur irgendein falsches Hospital. Nein, wir hier gerade zeigen die Art und Weise, wie wir zusammengewachsen sind, wie wir miteinander auch dann über uns streiten. Aber wie wir das machen, dass es ein großer zivilisatorischer Sprung ist von den Bajonetten der Düppler Schanzen zu den Telefonaten heute, wenn der Staatsminister mich anruft und sagt, Herr Ministerpräsident,
das, was wir machen, wird Ihnen nicht gefallen, aber ich sage es Ihnen vorher, ich möchte Sie informieren und es interessiert mich Ihre Meinung. Und umgekehrt, ich es täte, wenn ich etwas hätte. Es ist ein so großer Sprung, dass wir nicht gut daran tun, glaube ich, dass wir darüber nicht mehr erzählen. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt so viele Regionen in der Welt, die das nicht leben, die das Miteinander zwischen den Völkern nicht hinbekommen. Und wir zeigen vielleicht ja im Kleinen, wie man es anders machen könnte. Aber seid mit mir bitte stolz darauf, wie wir es machen. Und ich bin stolz darauf, dass ich Teil eines solchen nordeuropäischen Europas sein darf. Und ich bin stolz darauf, dass ihr mir die Chance gegeben habt, es mit euch wieder besser zu machen. Ich danke euch von Herzen. Mir das, was immer auch sein wird, das war es allemal wert, Ministerpräsident zu sein, liebe Freunde.